Ja, willkommen zurück bei Dune. In der letzten Folge haben wir ja hier einen Geheimraum entdeckt, wo Übertragungen, also ein Übertragungsraum sozusagen, wo man Hologramme sehen kann. Und wir sollen jetzt einen Sandkriecher finden, nachdem wir jetzt natürlich die Distillanzüge in der letzten Folge gefunden haben. Jetzt schauen wir mal ins Buch, ob es was Neues gibt. Müssen wir... Ein Frame erzählt Paul, ein Distillanzug ist im Prinzip ein hochwirksamer Filter. Die Schweißabsonderungen werden dabei durch die erste Schicht in die zweite gefiltert und dort gelagert. Das Salz wird abgesondert. Ein Sandkriecher ist eine riesige Maschine, die zum Abbau von Gewürz auf dem Wüstenplaneten verwendet wird. Unreinheiten werden entfernt und durch einen Ausguss oben auf dem Sandkriecher ausgestoßen. Sandkriecher werden oft aufgrund der rhythmischen Vibrationen, die die Maschine erzeugt, von riesigen Sandwürmern angegriffen. Dazu gibt es ein Video. Speer 1, keinen Kontakt mit Carry-On. Speer 2, negativ. Speer 3, negativ. Speer 4, keinen Kontakt. Wiederhole, keinen Kontakt mit dem Carry-On. Speer? Spice. Pures, unbehandeltes Spice. Wie gesagt, im Originalspiel Auflösung fast nicht zu erkennen, deswegen ein bisschen deutlicher hier reingestellt. Gut, nächste Seite, gibt es noch was? Nein. Gut, jetzt wissen wir, wie die Sandkriecher aussehen und dann versuchen wir jetzt noch welche zu organisieren. Jetzt steht er mal hier. Kommen die jetzt beide mit? Hier hat ein Sandkriecher, ne? Ich bleibe hier. Tschüss. Der Sandkriecher? Wir haben ihn in einem Siege nordöstlich von hier gefunden. Fliege von hier aus direkt über die Mitte des Kraters, aber nicht über den Felsengrund hinaus. Wurde mir das jetzt angezeigt? Nordöstlich. Okay. Mein Trupp ist in der Lage, wird es abbar. Nehmt zu, wir sind Neulinge. Nettes Siege. Okay. Nordöstlich über den Krater. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht. Jetzt müssen wir halt hier Kurven ziehen. Das heißt nichts. Einen Augenblick, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe dort rechts ein Siege gesehen. Okay. Ah. War es ja gar nicht so verkehrt. Mal gucken, ob es der Siege ist, wo wir eigentlich hinwollen. Ne? Jetzt könnte ich Sprung zum Ziel machen, aber wir sind ja auch gleich da. Nee, kann ich nicht, die Maus. Das nehme ich jetzt weg. Da ist es. So, also rein mit uns.
Hallo? Hier ist niemand. Hast du die beiden Sandkriecher beim Siege gesehen? Wir müssen zu den beiden nächstgelegenen Siege gehen und den Fremen Bescheid sagen, dass sie sie abholen können. Okay, die habe ich natürlich nicht gesehen, aber wenn du es sagst... So, der ist nächstgelegen. Ein Trupp ist, seit einigen Stunden sind wir damit beschäftigt. So, na, dann hol doch mal. Ausrüstung. So. Die haben noch keinen. Ah, da kommt der erst hin. Na gut, dann fliegen wir jetzt dahin. Wir können erst mal warten, bis sie dort sind. Müssten sie ja da sein. Mein Trupp ist hinter. Werden wir das genau. So, ihr kriegt jetzt einen von den Dingern. Mit dem Pfandkriecher wird es alles viel einfacher. Und jetzt gehst du erstmal wieder zurück. So. Gehen wir mal zu euch. Oh. Sandmeister. So. Dann hol doch mal den Sandkriecher. So. Das Beste wäre wohl, zum Palast zurückzugehen, nachdem wir die beiden Sandkriecher abgeliefert haben. Nachdem. Noch haben wir es ja nicht. Sind noch nicht da. Naja, sie haben es ja ein bisschen weiter zu laufen, ne? Als da sind die Gewürzsucher. Ja, gehen wir noch mal zu den. Gehen wir noch mal fix hin. Weil die müssen ja. Ein Viertel des Gebiets haben sie abgesucht. Okay.
So. So, da wären wir. Dies sind unsere augenblicklichen Gewürzvorräte. 1070. Ja, wie jedes Mal. Ja, das vergesse ich nicht. Ach, kommst du vielleicht mal mit? Kann jetzt nicht. Oh, was ist er denn, der gute Herzog? Ah, hier. Dies ist mir der liebste Raum im ganzen Palast. Schau, Paul, schau auf diese Dünen. Was für ein großartiger Anblick. Der Mensch braucht neue Erfahrungen. Sie berühren etwas tief in uns und lassen uns dadurch wachsen. Ohne Veränderung bleibt etwas in uns schlummern und erwacht nur sehr selten. Der Schläfer muss erwachen. Was? Hast du die Nachricht im Kontrollraum gesehen? Nein. Wie kam er da gleich nochmal hin? Neue Nachricht ansehen. Imperator Shaddam der Vierte. Ich möchte euch daran erinnern, dass ich euch nach Arrakis gesandt habe, um Gewürz zu gewinnen. Trefft also die entsprechenden Vorbereitungen. Ich warte die erste Schiffsladung in Kürze. Wird angesehen. Und wie schickt man das jetzt? Wie schicke ich denen das? Du hast die Nachricht des Imperators gesehen. Tja, unsere Gewürzproduktion muss erhöht werden. Immer noch? Dieser Fremen aus Tur Notabor, der uns die Distillanzüge gegeben hat, kennt ein Gebiet, das reich an Gewürz ist. Die sind unsere Augen. Ja. Okay, dann müssen wir da wohin. Ich tue mein Bestes, dir zu helfen, Paar, aber manchmal musst du auf eigenen Füßen stehen. Okay. Der hier. Ach, Paul Atreides, du scheinst dich sehr für das Gewürz zu interessieren. Ja, man hat mir von großen Gewürzvorkommen im Süden erzählt. Steig in deinen Ornithopter und flieg direkt in südöstlicher Richtung. Bevor du den Felsengrund erreichst, solltest du auf Fremen treffen. Südöstlich. Okay. Vorm Felsengrund. Also irgendwo hier, ne? Na dann, bitteschön. Sehen, wie lange das jetzt dauert. Das Ganze ein bisschen im Schnitt beschleunigt. Einen Augenblick, ich bin noch nicht sicher, aber ich glaube, ich habe dort rechts einen Siege gesehen. Ja, das ist doch genau in südöstlicher Richtung. So, da sind wir. Rein da. Es ist so still, wirklich beeindruckend, nicht wahr, Paul? Ja. Gehen wir noch ein Stück weiter. Ah, da ist jemand. Dachte schon, der heißt Hara. Oh nee, ist eine Frau. Hara. Ich habe von dir gehört, Paul Atreides. Du bist falsch informiert. Alle anderen sind fortgegangen. What? Nur ich bin hier geblieben und traure um meinen Mann James. Er starb in einem Kampf mit einem jungen Mann, aber die Trauerzeit ist nun zu Ende. Ich muss mein Leben weiterführen. Ach ja, das Gewürz ist hier leicht zu finden und Richtung Süden gibt es noch viel mehr. Ich kenne mehrere Sieges. Ja? Ja?
komm mit mir. Ja, Paratrides, geh mit dir und es kümmert mich nicht, was die Leute sagen. Das ist gut. Ist er bei uns und was? Dazu müssen wir in südwestlicher Richtung gehen. Warum gehen wir nicht zum Palast zurück, nachdem wir die drei neuen Sieges besucht haben? Drei neue Sieges. Eins. Willkommen in Habanya Timin. Bist du Paul Atreides, die Stimme der Außenwelt? Dein Hintergrund war auch noch einer. Arbeite für mich. Ja, kann für mich arbeiten. Kann er machen. Erstmal 40% Motivation. Da können die mal als Armeespezialist werden? Nee. Das Gebiet sollte zuerst da vorkommen, untersucht werden, bevor wir mit dem Abbau beginnen können. Du solltest mit den Anführern der Fremen reden. Ja, hab ich doch gerade gemacht. Verwirr mich nicht. So, du bist also dieser Paul Atreides, von dem wir schon gehört haben. Ja, mein Trupp kann für dich arbeiten. Befehle. Sollte zuerst untersucht werden, genau. So, nee, es ging ja noch weiter rein. Hier ist nix. Ist immer noch zu einem Gespräch aufgelegt, nicht? Immer doch. So, und was ist hier? Wir haben dich von anderen Siege aus kommen sehen. Für dich arbeiten, ich sehe nicht ein, warum. Wegen Hara? Dieser Anführer der Fremen ist schwer zu überzeugen. Es ist besser, später nochmal zurückzukommen. Okay, ja? Ja. Machen wir so. So, die Gewürztypen finden. Die waren hier. Endlich fertig sind wir hier in Tuonatuic. So. Zeig mir drei, die wir untersuchen sollen. Eins, zwei, drei. Weil der ist leicht in der Nähe und den haben sie noch nicht untersucht. So, und jetzt sollten wir zurück. So, mal sehen.
was er zu meiner neuen Freundin sah. Frau, ich habe dir noch nicht von den Sandwürmern erzählt. Sie bedrohen unsere Gewürzgewinnung. Sandwürmer erreichen eine enorme Größe. In der inneren Wüste wurden Exemplare von über 400 Metern Länge gesichtet. Sie erreichen darüber hinaus ein hohes Alter. Sie greifen alles an, was rhythmisch vibriert. Sammle deine Truppen ruhig in einem gewürzreichen Gebiet. Das sind unsere augenblicklichen Vorräte. Hier siehst du das für gestern, bla. Vergiss nicht. Ja, das vergesse ich nicht. Und? Hübscher Palast. Ein bisschen angegeben, ne? Denke daran, dass unsere wichtigste Aufgabe ist, Gewürzproduktion ertragreich zu machen. Und du? Oh, Paul, mit einer Frau. Ich wusste, dass dies geschehen würde. Sie ist bezaubernd, aber lass dich doch durch sie nicht von deinem Ziel ablenken. Geh allein in die Wüste und halte dich eine Weile dort auf. Lass sie in dich hinein. Das Gewürz ist allgegenwärtig auf dem Wüstenplaneten. Vielleicht vermag es deine inneren Kräfte zu erwecken. Doch musst du allein gehen. Okay, die kann Ratschläge geben, ne? Dann schauen wir doch jetzt mal in den Spiegel, würde ich sagen. Und beim nächsten Mal... Oh, seine Augen werden bläulich, oder? Na gut, also beim nächsten Mal schauen wir dann, was er allein in der Wüste ausrichten kann. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut. Euer Astronier. Tschüssi.